Die Partei Die Linke hat den Führungswechsel vollzogen. Zu neun Vorsitzenden wurden auf dem Online-Parteitag die Fraktionschefin im Hessischen Landtag Wissler und die thüringische Landesvorsitzende Hennig-Welsow gewählt. Wissler erhielt 84,2% der Delegiertenstimmen, Hennig-Welsow 70,5%. Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Das bisherige Führungsduo Kipping und Rieksinger war nach 9 Jahren im Amt nicht mehr angetreten. Vor der Abstimmung warben Hennig-Welsow und Wissler um das Vertrauen der Partei. Wir leben in einer Klassengesellschaft und das wird in dieser Krise noch deutlicher. Während viele Menschen in Existenznot sind, Industriearbeitsplätze abgebaut werden und Kulturschaffende um ihre Zukunft bangen, steigt die Zahl der Millionäre und es werden weiter Dividenden ausgeschüttet. Diese Milliardenvermögen, die beruhen auf der tagtäglichen Enteignung von Menschen, die diesen Reichtum durch ihre Arbeit erwirtschaften, liebe Genossinnen und Genossen. Viele Menschen schuften, um ihren Familien ein gutes Leben zu ermöglichen, kommen aber kaum von der Stelle. Jeder ist seines Glückes Schmied. Wer es nicht schafft, hat versagt. So lautet das neoliberale Credo. Die Jahrhundertkrise, die über die Welt sich bewegt, die Corona-Pandemie, sorgt dafür, dass es wieder ähnliche Gefühle gibt wie die ich vor 30 Jahren beschrieben habe. Angst, Unsicherheit, was kommt, kann ich etwas selbst in meinem Leben ganz individuell für mich verändern? Kann ich meinen Kindern noch Geborgenheit geben oder sie wirklich noch zum Studium schicken? Das sind Fragen, die jeden Tag eine reelle Antwort brauchen, die nicht warten können, sondern die entschieden werden müssen, sonst werden sie von anderen entschieden. Und das ist der Punkt, warum ich sage, es braucht in dieser Zeit die Partei Die Linke mehr als je zuvor. Und über die neue Parteispitze der Linken spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Oppeland von der Uni Jena. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Janine Wissler und Susanne Hennig-Welsow, das sind die beiden Namen, die wir uns jetzt merken müssen, auch wenn die Online-Wahl ja erstmal noch per Briefwahl bestätigt werden muss. Wissler hat gute 10 Prozentpunkte mehr bei der Wahl bekommen als Hennig-Welsow. Haben Sie dafür eine Erklärung? Das hängt mit dem etwas seltsamen Wahlverfahren zusammen. Frau Wissler ist ja ohne Gegenkandidatin für den für Frauen reservierten Platz angetreten. Frau Hennig-Welsow hatte die beiden Männer als Konkurrenten, auf die sich dann Stimmen aus dem Parteilager verteilt haben, die eher oppositionell eingestellt sind, nicht so sehr für eine Regierungsbeteiligung. Frau Hennig-Welsow hat ja sehr offensiv für eine Regierungsbeteiligung der Linken geworben. Das dürfte der Hauptgrund sein, warum hier ein unterschiedliches Ergebnis zustande gekommen ist. Auf das sollte man aber nicht überbewerten. Regierungsbeteiligung werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Das heißt, man kann also nicht sagen, eine ist beliebter als die andere. Nein, das würde ich für eine Überinterpretation halten. Aber Frau Hennig-Welsow hat sich schon etwas pointierter geäußert und etwas stärker auf die Regierungsbeteiligung eben abgehoben. Und das ist nicht in allen Kreisen der Partei sonderlich beliebt. Was haben denn die beiden Neuen mit der Partei jetzt eigentlich vor? Das ist erstmal für dieses Jahr recht einfach zu sagen, möglichst viele Wahlen gewinnen. Frau Wissler hat es ja eben in ihrer Acceptance Speech, wenn man so will, nochmal angesprochen. Wir haben ein Superwahljahr mit zahlreichen Kommunal-, Landtags- und der Bundestagswahl. Und das Ziel ist natürlich für die Linke, überall gut abzuschneiden. Und Frau Hennig-Welsow hat das eben noch mal verschärft, zugespitzt auf die Frage, gelingt es am Ende, die CDU-CSU, wie sie mit einem Versprecher sagte, aus der Bundesrepublik zu vertreiben. Sie meinte natürlich aus der Bundesregierung, jetzt mache ich selber auch schon. Und das ist jetzt das Ziel, worauf alle Energien gerichtet sind. Und dazu müssen sie die Partei zusammenhalten, zusammenführen auch. Ja, die Partei ist ja traditionell sehr zerstritten, zerstrittener noch als die SPD das immer schafft. Werden diese beiden Frauen das schaffen, die Partei zu einen? Die Voraussetzungen dafür sind eigentlich günstig, weil sie beide für verschiedene Parteiflügel stehen und insofern in der Lage sind, diese beiden Flügel auch jeweils einzubinden und zu integrieren. Ob sich die Partei am Ende dann doch wieder zerstreitet über die Frage der Regierungsbeteiligung, das ist natürlich auch am Ende
Frage, ob das überhaupt dafür reichen wird, ob Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot überhaupt eine realistische und rechnerisch mögliche Option sein wird. Sollte das der Fall sein, dann wird in der Tat die Führungskunst der beiden gefragt sein. Das heißt aber, die Diskussion über eine mögliche Regierungsbeteiligung, die ist seit heute wieder offen auf dem Tisch. Auf jeden Fall. Das Ziel ist klar formuliert von Frau Hennig-Welso. Und es wird auch sehr interessant sein, nochmal auf die Wahlergebnisse bei den Stellvertreterwahlen und bei der Wahl vom Generalsekretär, beziehungsweise bei Ihnen heißt es ja Bundesgeschäftsführer, darauf zu achten. Auch das wird einen gewissen Fingerzeig geben, wie die Stimmung in der Partei insgesamt sind. Weil insbesondere für den stellvertretenden Parteivorsitz kandidierende Matthias Höhn ja doch ein sehr deutliches Entgegenkommen gegenüber den möglichen Koalitionspartnern signalisiert hat, insbesondere in Fragen der Außenpolitik. Und dessen Ergebnis wird in gewisser Weise aufschlussreicher sein als das von Frau Hennig-Welso selbst. Sie haben gerade die Außenpolitik erwähnt. Die Gretchenfrage in Sachen Regierungsbeteiligung sind ja einmal die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Wird die Partei sich da auf eine neue Richtung einigen können? Das wird nur möglich sein, wenn die potenziellen Koalitionspartner der Partei auch ein Stück weit entgegenkommen. Wenn also signalisiert wird, dass eine Bundesregierung mit Beteiligung der Linken bestimmte Formen von Einsätzen, also etwa mit NATO-Mandat, auf keinen Fall machen wird, mit einem Mandat der Vereinten Nationen möglicherweise. Das ist genau die Frage, die ein bisschen mit im Mittelpunkt stehen wird bei der Kandidatur von Matthias Höhn. Thorsten Oppeland, danke für diese Einschätzung nach Jena. Gerne.